Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Redstone Bahnhof. Mit dabei ist heute der Gangster. Hallo. Ja, und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir hier, wie gesagt, im Redstone Bahnhof. Wir wollen jetzt einmal die U-Bahn bauen, die zusätzlich zum Redstone Bahnhof dazugehört. Wir haben ja hier vorne die ganzen großen Züge und deswegen werden wir hinten kleine Züge bauen. Und ja, ich wünsche euch einfach mal viel Spaß und ja. Ja, Gangster, du weißt schon, dass man es lesen kann in. Weiß. Wir hatten relativ viele Fails vor der Aufnahme. Um genau zu sein, drei. Ja. Ich baue jetzt erstmal hier eine schöne Treppe runter. Und wir werden dann hier zwischen noch so zwei Bahnschienen haben. Und links und rechts jeweils nochmal eine. Das heißt, wir haben ja insgesamt vier Können auch einen kleinen Eingänge. Aufzug bauen. Es gibt doch auch immer in Bahnhöfen, Ja, aber wenn nur du nach runter oben. gehst, ist dann auf. Auch nach unten für welche mit Rollstuhl. Wir haben immer einen Fahrstuhl, der hoch und runter Ja, guck mal, die fährt. Leute mit Rollstühlen können einfach hier runter. Auch oh Gott, warum lenkt das jetzt so? Moment, kurz. Fahren Sie runter. Nee. Oh, die Bremsen Verbindung an. von OBS ist momentan etwas scheiße, sehe ich gerade. Naja, egal. Leckt das denn sehr hart? Ach, Bau geht. schon mal an deiner komischen Information. Achso, das ist gar nicht die Information, das ist das Teil. Apropos Information, könnte ich auch noch irgendwo hinbauen. Es gibt immer eine Ja, Information. gibt's doch, die existiert doch schon. Ja, schön, was soll man da machen? Ja, da werden wir später eine kleine Map kriegen. Genau, wir machen da einfach hier so Bahnschienen hin. Das Schöne ist, wir werden es so machen wie bei, also vielleicht kennt ihr in Berlin ja die U-Bahn. Die werden einfach hier geradeaus weitergehen und dann gibt es hier später die Treppe einfach wieder hoch. Das heißt, man kommt hier hinten runter, geht ein bisschen geradeaus und geht hinten wieder hoch. Und Gangster, wenn du gut designen kannst, kannst du ja so Mini-Ticket-Schalter hier hinten bauen. Endet doch nicht da, ein bisschen weiter hinten. Genau, weil hier an der Seite kommen nämlich auch noch mal welche. Ey, wollen wir einen großen Zug? Oh nee, warte, wir machen das schon mit Minecart. Wir müssen ja so Minecart-Bahnhöfe bauen. Ja. Wobei die, das Man ist oben einfach alles im Aus und die richtige Bahn ist halt unten. ja. Das so Blöde ist nur, wenn wir die U-Bahn-Bahnhöfe bauen, wenn man später hier wieder hinkommt, kann sein, dass die komplette Technik zerstört. Weil ich habe das auch in meinem Redstone Bunker so. Und da ist das, wenn man da hinkommt, lädt der Bahnhof erst wieder und dann sind die Züge plötzlich losgefahren. Ja, das heißt, wir brauchen. Das heißt, wir sollten das. Also, wenn wir den Bahnhof platzieren, sollten wir dafür sorgen, dass der im Spawn-Schrank liegt. Ja. Da muss ich dann halt irgendwann John fragen. Weil sonst sind plötzlich Züge auf der Strecke und schubsen dann wieder zurück und das ist scheiße. Und wir machen das. Dass sie nicht permanent fahren, sondern dass es ein Stolperdraht irgendwo gibt. Nee, das nützt ja nichts. Das Oder. habe ich ja bei meinem Bahnhof auch. Oder wir machen Teppiche, wo. Nee, das Runter nützt ja nichts. Guck Redstone, mal, selbst das mit dem ist. Stolperdraht, wenn das geladen wird, sind plötzlich Züge plötzlich unten oder im Pisten drin oder was weiß ich. Nein, wenn du herkommst, dann werden die erst gespawnt, so gesagt. Und davor existieren die noch gar nicht. Und es geht dann ja nach einer Zeit aus. Dann verschwinden die wieder. Dann werden die wieder zurück ins Lager gebracht. Verstehst du, wie ich es meine? Naja. Das wäre doch vielleicht auch eine Überlegung. Guck mal, kannst du hier schon mal die Treppe hochbauen, bitte? Die ist drei breit, ne? Also. Ja. Perfekt. Genau. Die Züge, die wir. Also, wir werden hier nur den Bahnhof bauen. Da bei Warp Großstadt eine eigene U-Bahn existieren wird. Und wir wissen halt nicht, wo die überall lang führt. Deswegen bauen wir nur den Bahnhof. Und John und so schließt die dann alle an. Ja. Genau. Wie breit haben wir den hier? Der ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 breit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also der hier muss weg. Dabei wird einfach einkopiert und dann wird hier. So, hab die Treppe. Weißt du, was ich auch machen kann? Warte. Warte, ich muss mal kurz die Treppe kopieren. Ja, ich hab die auch kopiert. Also.
Okay, warte. So, jetzt gehen wir ein bisschen höher. Warte. Und jetzt? Hä? Lol, hier funktioniert's. Hier funktioniert's, sonst wäre die jetzt eigentlich über Kopf gewesen, wie die Züge. Ach ja, das sah lustig aus. Aber ich will auch einen neuen Doppeldeckerzug bauen. Also der ist eigentlich einfach zu groß für den Bahnhof. Ich würde ihn verlassen, aber irgendwie hat Mr. Games of Life nicht so ganz gefallen. Wie ist deine Meinung zu diesem übergroßen Monster? Ach, es ist ein neuer Zug. Er passt irgendwie nicht so ganz rein. Der ECI ist halt ein richtiger Schnellzug. Korrigiere ECICE. Ja, guck mal, wir können ja trotzdem erstmal lassen. Ihr wolltet jetzt sowieso, also Nils fährt ja sowieso nochmal mit so einem Zug. Den wolltet ihr dann nochmal bauen und dann entscheiden wir einfach. Ja. Also, an was ich mich erinnern kann, ist, dass die Züge von innen eigentlich weiß sind. Ich bin vor so vielen Jahren mal mit einem ICE gefahren. Das ist schon Ich so bin. ewig. Guck mal, was mir passiert ist. Komm, jetzt kommt eine Story aus meinem Leben. Und zwar bin ich mit dem Zug, Wollen wollte ich nach Berlin fahren. Ne? So. Und der Zug ist plötzlich ausgefallen. Das heißt, ich musste einen anderen Zug nehmen. Und der ist über Hamburg gefahren oder Hannover und ist dann nach Berlin. So. Natürlich war es dann so, dass der Zug. Also ich bin halt mit dem IC nach Hannover gefahren. Und da die Zeit ja dann nicht mehr gestimmt hat, ist halt das Ticket ist nicht verfallen, sondern die Bindung an die Züge ist verfallen. Das heißt, ich konnte das zweite Mal mit dem ICE fahren und das so gesehen gratis. Nein. Ich konnte dann einfach wirklich mit dem ICE fahren. Und der ist ja eigentlich teurer als ein IC, aber trotzdem konnte ich dann kostenlos mit dem fahren, weil die Zugbindung aufgehoben wurde, weil unser Zug sehr viel Verspätung hatte. Ach, geil. Naja. Dann hatte ich da gratis WLAN. Das einzige, der einzigste, ich habe nur so ein Bild gesehen, ich habe es auch irgendwo noch auf meinem Handy. Da ist so ein Video, das ist halt einer in der U-Bahn. Alles dabei, Xbox, Controller, Wifi, zwei Bildschirme, drei Rucksäcke. Und wer ist da dran? Natürlich, sag ich mal, so ein richtig kleiner Stopp, was machst du Fetti. denn? So ein richtig kleiner Weg Fetti ist dann damit! da. Junge, da kommt der Zug doch her! Ja, dann machen wir es halt so. Kannst du nicht den Zugtunnel zubauen? Geht doch, hast du doch gesehen. Oh Gott, ey. IQ 500. Warte, ich baue auch schon mal lieber die Schienen hier. Hier hinten ist dann einfach Endstation, dann kommen hier. Zack, zack. Das Dumme ist, der Zug, der wird dann einfach. Durch die Wand fahren. Nee, das Problem wird sein, wie halten wir den hier an? Wollen wir mit einer Wasserstraße machen? Mega egal. Also ich würde es machen, warte mal. Das heißt, wir müssen kurz hier zubauen. Warte mal, wenn ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leute, bis hierhin fließen. Das ist eigentlich eine gute Länge. Würde ich sagen. Komm, probieren wir es mal aus. Wir werden es ja sehen, was. Was macht Pickup Jan hier? Frag ihn doch. Ach Gott. Perfekt. Oh, juhu. Nice. Schau dir das mal an. Und dann fährt er hier weiter. Oh, fuck. Das hätte ich schon erwartet. Kannst du mir helfen mit den Schienen hier unten? Weil die verdrehen sich irgendwie immer.
Was willst du machen? Ich will eigentlich hier eine Schiene lang ziehen und auf der anderen Seite auch nochmal eine Schiene. Aber irgendwie, ja, siehst du, was da rauskommt. Weil eigentlich soll dann hier. Genau, unter dem muss auch nochmal eine Schiene jetzt. Warte, ich schalte. Soll es gleich auch auf die andere Seite rüber? Nee, auf Anzeige machen wir den richtigen. Also so dann. Ja, genau. Warte mal. Jetzt machen wir. Nee, Jetzt relativ. müsstest du ja bitte auch noch mal eine Schiene platzieren. Perfekt. Einfach mit Stack. So. Und jetzt? Hast recht, weil sonst passiert es halt wirklich die ganze Zeit. Hm? Ich stack's noch einmal in die Richtung. So. Nee, ja, das war ein bisschen zu egal. Einfach mal, dass wir auch Komm jetzt anfangen hier und hinten enden. hin. Hier hinten musst du es bitte auch nochmal machen. Warte kurz. Warum funktioniert das denn nicht? Mach doch einfach, dass der durch den Block durchfährt. Kennst du den Glitch? Nee. Warte, er fährt einfach oben auf den Block und fährt. Ja, cool. Nein, schau dir das mal an. Es gibt einen Glitch, den können wir verwenden. Also hier ist so die Treppe, die halt von oben runter geht. Hier sagen wir es die Schiene und es gibt einen Glitch. Warte, wie hat der funktioniert? So, so, weg damit. Redstone-Fackel, Redstone-Fackel. Dann konnte man durch den Block durchfahren. Also auf jeden Fall gab es irgend so einen Bug. Ich kann mal schauen. Ja. Ja, aber probier es mal hier durch. Wie willst du es hier machen? Da könnte man hier halt einfach bam bam. Ich schau mal, ob ich irgendwie finde, wie ich den durchbuggen kann, okay? Ja, pass aber auf, dass du den Block hinter dem Wasser nicht abbaust. Ja. Warte mal, währenddessen kann ich ja schon mal ausprobieren hier, wie das denn aussehen wird, wenn hier ein Zug steht. Guck mal, dann tun wir jetzt hier die Schiene hin. Tun jetzt hier den Zug drauf. Machen das so und zack. Und dann kommt der Zug gelangt gefahren, da kann man sich hier reinsetzen. Da werden irgendwie so drei, vier Züge hintereinander stehen. Was ist dann? Und dann fährt man gleich einfach los. Und man fährt wieder zurück. Spaß Und mit. dann fährt man. Guck mal, ich habe eine unendliche Schleife hinbekommen. Zack. Und nochmal. Ich sag nur eins dazu, Bummi. Ja, müssen wir eben wieder durchbuggen. So, auf der anderen Seite kann ich mich schon mal drauf. Warte mal. Was ist? Ja. Ja, und jetzt? Ich bin noch nicht fertig. Lass mich. Na, okay. So, ich stack das jetzt einfach mal hoch. Ich stack das jetzt slash stack 3. Oh, warte mal. Eins, Ich das jetzt zwei. wieder aktiviere. Deaktiviere. Nein, dann steht da kein richtiges Block-Update. Das heißt, der Zug sollte einfach durchfahren So, können. das sieht doch schon mal gut aus. Klar haben wir dann hier diese. Warte, wie habe ich Night Vision an? Slash N. Ja, jetzt habe ich Night Vision an. Ja, wenn es klappt, wäre es richtig geil. Dann wird es auch noch cool aussehen. Ja, der Zug backt da ein bisschen rum. Ich weiß, es kommt ja noch, also. Es kommt ja, Elet, noch. Ich tue das Ganze dann einfach einmal spiegeln, dann haben wir es. Easy peasy. So, Leute, jetzt haben wir gleich hier den ersten Gang. Bitte mach grad. Bitte nichts vorne dran machen. Ich bin sowieso gerade hier be beschäftigt, also. Bist beschäftigt. Mal, wir haben dann hier 1, 2, 3, Sekt 3. Und 3. Zack. So, das sieht auch schon mal gut aus. Hier unten ist natürlich ein bisschen blöd. Genau.
Der Zug kommt, wenn man hier runterkommt, fährt der Zug ja nach da. Also wird hier der Zug von da kommen und nach da drüben hinfahren. Andere Seite genauso. Wurde der jetzt reingepresst? Ja, wurde er. Guck mal, in der Mitte kommen sie und an den Seiten fahren sie weg. Okay, wenn das jetzt klappt, dann wäre es richtig geil. Ich weiß es aber nicht. Ich hoffe es Ja, einfach ich nur. hoffe. Lass mal irgendwie so zwei, drei Züge hintereinander reinfahren. Nein, ich will erst mal ein. Ich will erst mal schauen, ob einer geht. Ach du Scheiße, war das dumm. Ja, der funktioniert ja. Und jetzt fährt er dahin und dann fährt er wieder Warte. automatisch zurück. Ja, klappt doch. Hast du es gesehen? Red Gamer, schau mal. Warte. So, jetzt. Schau mal hier vorne hin. Wie ist es? Ja, aber guck mal, wie probier was passiert, wenn du zwei, drei hintereinander reinfahren lässt? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das will ich jetzt hier machen. Ich will das drei Stück gleichzeitig reinfahren. War das auch so deine Überlegung? Drei auf einmal? Naja, bei links werden dann auch drei losfahren. Ich muss jetzt gucken, wie ich das jetzt baue. Nein, aber wie ist die Idee, dass sich da was öffnet und dass es dann rausgefahren kommt? Das ist eigentlich gut. Oh, Eigentlich das denkt sieht man geil denkt dann hier aus. so, hä, warum sind nicht hier Schienen so, hä? Und dann kommt jetzt Hä, wo so ein sind die Zug. Züge? Ah! Also ich finde, das System sieht gut aus und ich baue es auch gerade so, dass man es relativ einfach spiegeln kann. Also so wie es dir gezeigt hat, war es so. Dann fährt einer los, dann steht der Zug da, dann drückst du drauf und dann Ja, ich muss halt erstmal was gucken. kannst du mal drauf drücken. Ich will mal selber schauen, wie es aussieht. Nee, jetzt gerade nicht. Ich bin gerade im Überlegen, wie dieses System hier ging. Achso, ich sollte doch vielleicht auch einen Zug hin platzieren, dann wieder. Oh, ich sollte die Schiene auch mal bepowern, auf der fährt. Kannst du bitte drücken? Ja, das ist gut. Ich bin zufrieden. Hier, Ich bin kannst du mir ziemlich helfen? zufrieden. Weißt du noch, Ich wie das will. System von der Joecraft ging? Mit hier Dumm der Art. dieser Warteschlangen-Dings? Oh, nö. Ich schau den auch gar nicht mehr. Ich Was? habe früher voll gefeiert, aber heutzutage irgendwie gar nicht mehr. Also ich irgendwie so. Nee, warte mal. Das da war da. Das da war. Nee, das war doch da. Hä? Stopp. Erst ein Redstone-Schreber. Und dann war das so und dann ging das hier weiter und dann ging das wieder Da hoch jetzt und dann war rein, wird er das dann so auf und die Schiene des Pens oder was weiß ich sonst wohin? war das irgendwie so? Nein, der wird auf die Schiene. War das so? Ich mach das dann. Wie viele Züge sollen auf einmal kommen? Drei? Drei. Wie viele? Drei. Drei. Okay. Warte mal, wenn der erste reinfährt, soll das hinter einen Zug. Wenn der darauf fährt, geht das hier auf. Wenn der darauf fährt, geht das da. Da muss man die Spende halt mit einer Zeit nach einer Zeit auffüllen. Also ich mach's jetzt mit Spender. Oder die werden dann halt einfach mit Kaktussen vernichtet, umgebracht. Und dann geht Wie das man es da sagen will. auf. Ich weiß auch nicht, ob dann auf jeden Fall alle durchfahren. Da bin ich mir nämlich. Man kann es jetzt ausprobieren. Also. Wo probieren es aus? Was so sagt. Der hier vorne wird immer da sein. Und der wird später durch den Timer gemacht. Genau. Okay, wenn es jetzt klappt, wäre es geil, aber ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Ja, drei Züge, aber nicht in keinem gleichmäßigen Abstand. Das ist nicht so schlimm. Also ich kann es dir mal zeigen, Du pass mal solltest aber auf. mal hinten auf die Züge aufpassen, nicht, dass sie gleich überfluten. So, weil so viele dort sind. Das sollte jetzt nicht mehr passieren, weil jetzt verbrennen die Viecher. Also ich habe Lava hingemacht und damit. Schau das mal an. Sprich mal vorne und Jetzt schau gerade bitte, wie nicht, es warte mal. aussieht. Ah.
stopp. Okay, zwei sind sehr dicht aneinander und der letzte kommt halt relativ verspätet, vielleicht so. Hauptsache ist einfach nur, dass sie nicht ineinander, dass sie später keinen Crash gibt, wenn die im Bahnhof reinfahren. Das ist die Hauptsache. Hui, okay, die sind jetzt zu nah aneinander. Dann lasse ich den Abstand vielleicht sogar so. Ja, dann sollten wir eigentlich einen sehr gleichmäßigen Abstand haben. Ich habe jetzt auch kein Problem mehr. Ich habe hier hinten Lava gemacht, dann werden wir hier direkt zerstört. Guck mal, sieht doch schon besser, das sieht doch schon mehr nach einer U-Bahn-Station aus als gerade dieser eine komische Bahnhof. Oh, das ist doch eine schöne, das ist doch eine schöne Entfernung. Schau, die sind ganz dicht aneinander. Naja. Sollen wir was so lassen? Ja, du musst aber später hinten sowieso das abbauen, ne? Weiß. Weil, ja. Weil ja später die Züge von anderen Bahnhöfen kommen. Muss ich das System dann entfernen, so gesagt? Nee, nee. Nur diese Spawn-Dings, aber diesen mit den Pistons, das kannst du da lassen. Nein, wir können ja auch einfach machen, dass sie reinfahren, Kaktusse und dann bing bing bung. Dann bauen wir so diese Spawn-Dings hier ab. Aber das, wir müssen sowieso später mit Detector Ray das detekten. Ach so. Ah, das Eingangssystem, das funktioniert auf jeden Fall. Mach mal ein System, das direkt drei auf einen Schlag losfahren können, okay? Mach mal. Ich kümmere mich erstmal um dieses Teil hier. Warte mal. Da kommt der Zug von da dann hergefahren. Jetzt kommt von da rein. Test Nummer 1, genau. Hier ist dieser Knopf. 2, 3. Und da das entsprechende Signal rein. Also ich hätte gemacht, wie gesagt, dass sie da an dem Kaktus zerstört werden. Naja. So gesagt, soll es dann hier, sind es zwei Ausgänge oder? Ich verstehe jetzt nicht ganz, wie du es meinst. Guck mal, hier kommen die Züge an, das heißt, hier fährst du dann weg. Und hier kommen und hier die Züge und dann fährst du noch da wieder. Okay. Dann spiegel ich das System kurz, dass sie von beiden Seiten kommen. Das Zugansteuerungssystem. Nee, das geht ja noch gar nicht. Das geht noch gar nicht hier. Oh, ich kann das spiegeln. Also nicht das, was du baust, was ich hier drüben gebaut habe. Kann ich schon spiegeln. Sollte eigentlich schon Spiegel-Reality sein. Wenn die Schiene nicht wieder buggen würden, dann würde es sogar gehen. Ist nochmal ein kleines Rumgefummel mit den Schienen. Ich liebe es. Eröffnen bitte. Der dritte noch da. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt tun wir mal die Schienen hier lang führen. Bitte. Ich tue das hier in Lavagrube rein. Bitte, bitte, bitte. Ja, es hat geklappt. Ja. Endlich. Müssen wir für eine bestimmte Zeit diese Dings hier deaktivieren. Ein Notausgang. Oh, es funktioniert sogar schon einwandfrei und dann geht das später wieder zu. Nice! Also unsere Systeme, ich will zwar nichts sagen, die laufen aber gerade echt gut. Mein, ja, ja, also mein bloß Rauskommen später System. Wird Problem bei mir, wenn ja. Die drei zu nah beieinander sind. Aber das ist bei jedem System eigentlich so, wenn die Züge zu nah beieinander sind, dann crashen die eben. Okay, ich mache jetzt noch einmal Dinger.
Willst ja gar nicht, dass ich manche. Na, hier kommt Zug Nummer 1 reingefahren. Und Zug Nummer 2 reingefahren. Und Zug Nummer 3. Siehst du, guck mal, jetzt stehen hier drei Züge schon. Dann machst du einfach vielleicht oben eine Anzeige. Ja, dann mach ich eine Anzeige, die darf abläuft. Darf ich mal aktivieren, also, dass es weitergeht? Ja, ja, guck mal, die Anzeige wird dann ablaufen. Und sobald die abgelaufen ist, kannst du mal vorne bitte hier bei Redstone eine Fackel hinsetzen. So, guck mal, wenn die Abzeige abgelaufen ist, dann fahren sich die hier nach und nach ein und dann fahren die Züge nach und nach los. Und jetzt kannst du die Fackel wieder platzieren. Und dann fährt sich da vorne wieder aus. Dann können wir doch hier dann eine Detector Rail, die dann erkennt, ob alle weg sind. Ja, ja. Verstehst du es? Ich weiß schon, wie ich das mache. Keine Sorge. So, schau dir mal an, wie das von außen aussieht, wenn alle wenn beide rausgefahren kommen. Warte, ich muss nur kurz schauen, habe ich das überhaupt richtig angeschlossen? Ja, sollte ich gemacht haben. Das sieht doch. Schau mal, die sind auch perfekt nebeneinander. Hat man genug Zeit einzusteigen? Dach? Dach? Würdest du vermuten, dass da hinten was rauskommen würde? Na, das Wasser weist ein bisschen darauf hin, weil hier vorne plötzlich Schienen sind, aber. Und dann. Tschüss. Es war schön mit dir zu leben. Aber ich opfere. Tschüss! Ey! Ich opfere mich für dich! Viel Spaß wieder beim Schienen platzieren! Fertig! Wirst du aber haben! Guck mal, das Wasser weist wirklich ein bisschen zu stark darauf hin. Ich würde dann vielleicht einfach so machen. Dass man einfach hier zumacht und dann kommt hier nochmal dieses Wasser. Weil es ist ja ein ganzer Bahnhof. Dann machen wir da einfach Teppich oder so drüber. So. Oh. Sag, dass sie sich. Bra. Nein, warum connecten die sich direkt? Die euch nicht direkt connecten dürft. Warte mal. Passen hier Minecarts durch? Die buggen doch wahrscheinlich durch. Warte mal. Lass mal bitte kurz Minecarts reinfahren. Ja, warte. Warte, hat nicht ganz geklappt. Nur eins ist durchgekommen. Passt schon. Wir wissen, ob der unter dieser Slab durchglitscht. Da hätte man hier noch einen drüber, also einen Übergang. Ja, das ist schlau. Bitte, bitte, bitte. Bitte bleib da nicht stehen. Bitte bleib da nicht stehen. Bitte glitsch einfach durch. Komm. Ja. Nein. Kannst doch mal. Darf ich kurz was machen? Ja, ja, aber guck mal, wenn ich hier abbaue, passiert das. Gehen die Wasserquellen halt kurz aus. Darf ich ein bisschen rumbasteln? Ja, aber wie kriegen wir es hin, dass das Wasser hier weitergeht? Das Wasser muss mindestens bis hierhin. Gib mir ein paar Sekunden. Und das Wasser soll einfach so sein, dass das Minecraft dann einfach weiter da reingeht. Und mit Eis funktioniert das nicht, weil die da wirklich hohe Geschwindigkeit brauchen. Oder... Ich hab keinen Plan, ob es so klappen sollte. Wenn es klappt, wär's aber geil. Ich lass nochmal zwei Seite fahren. Auch noch. Hab ich nicht? Nee. Doch, hab ich. Nee, jetzt hab ich. Ich hab grad gemacht. Okay, warte, ich will noch mal kurz verändern, weil ich habe die ein bisschen umgebaut. Hoffen wir, dass jetzt wieder keine rumgebacken wird. Man kann sie einfach selber auf die Strecke stellen. Also wenn man sich selber hinstellt, guck mal, ich probiere es mal aus. Ich bin jetzt einfach, als wäre ich ein Zug wäre. Basti, der sich auf die... Okay, ich lasse zwei losfahren. Das ist einfach schön, wie die da rauskommen. Weil die sind langsamer als die Person, muss man bedenken. Ich steig ein, weil es geht ja auch so gesagt, Minecarts haben ja Gewichte. Ob es mit beiden Gewichten klappt? Nee, glaube ich nicht. Ja, du bist viel, viel, viel zu lang. Klappt doch. Oh, lay. Okay. Ja, ist doch gut, oder? Also, dann machen wir einfach einmal. Warte. Aber wie machen wir das? Gut, die John und so müssen sich später darum kümmern, dass
Hat man hier einen leichten Drübergang? Hier, John und so ein bisschen. Na, man stößt sich dann den Kopf. Jetzt doppelt gemacht. Man stößt sich den Kopf, weißt du schon. Was Da war? kommt von, da kommt von der Decke in was weiß ich was für ein Extender und zieht ihm eins nach oben. Nee. Yay! Oder wir machen, N dass nee, der la lass es einfach so, Übergang das passt schon, hier das passt schon. drüben ist, wo man noch gar nicht drüber, also wo, der, wo man noch gar nicht einsteigen kann, dass hier der Übergang ist. Hier darf man dann noch gar nicht einsteigen. Hier so. Man hat hier mehrere Stationen, wo man einsteigen kann. Machen wir es einfach so hier. Ich feiere das System einfach so, das sieht so geil aus, wenn die Züge rausgefahren kommen. Was macht das denn hier? Da kommen die Züge da raus. Hat man hier den Übergang? Warte mal. Ich habe noch eine geile Idee. Gleich noch schauen, ob das Ah, guck mal, Survival-Tor. das meine ich, wenn die zu schnell reinfahren. Was machst du denn? Naja, kann man in Ach den so. Zug einsteigen? Ja. Man ist unter den Barriers. Steig mal aus. Ja, man hat das Problem, man steckt man fest. Deswegen ist eigentlich scheißegal, Mann. Man kann ja echt auch auf die Schienen laufen. Ja, also Guck mal, das meine ich hier, wenn wisst die ihr zu die, weil schnell dann kann man halt reinfahren. nicht ins Wasser rennen. Aber du Guck. kannst ja trotzdem ins Boot. Guck mal. Ja. Das meine ich, wenn die zu schnell reinfahren. Müssen die halt in einem Tempo, kommen, in einem angemessenen. Oh, ich habe eine Idee, das war ein Weißt du, wie ich uralt. das mache? Guck mal, ich tue einfach bei der letzten On-Detector weh und die. Und wenn er jetzt einmal kurz den Zug drüber fährt, passiert ja nicht wirklich was. Aber wenn der Zug länger drauf stehen bleibt, dann lädt sich ein Kondensator, dann geht die Anzeige runter. That's a good idea. Lass mal bitte den dritten Zug nochmal reinfahren. Welchen? Einfach hinten Minecart reintun. Ja. Ich mach einfach, oder mach du. Genau. Hab ich? Ja, gut, ich muss nur kurz gucken, wo kommt das Signal her. Aber wisst ihr, die mit den Barriers, da kann man halt nicht ins Wasser laufen. Aber. Ich denke, aus dem Zug aussteigen wird sowieso können. Und dann können wir vielleicht, falls man doch aus dem Zug aussteigt, noch mal so eine Notfallkammer machen. Aber warte mal, wenn man aussteigt. Ach nee. Er ist eigentlich gerade bei uns die ganze Zeit und fliegt um Sasat oder wie uns. der heißt. Sasat. Solange er keine Hebel oder Knöpfe spammt, habe ich nichts dagegen. Du? Nö, natürlich nicht. So, jetzt will ich erstmal ein bisschen Technik markieren mit dunkelgrün. Und mein Inventar ist ja komplett voll. Und warte, wie lange? Ich war. Oh, mein Video geht schon 32 Minuten. Wie lang darf es sein? Hast du eine bestimmte Unendlich. Länge? Ja, Leute, ich beende diese Aufnahme an dieser Stelle und wir sehen uns das nächste Mal bei der nächsten Folge der U-Bahn wieder. Bis dahin, macht's gut und.